bei einem anderen Fall ist noch nicht sicher, ob es zu einem Prozess kommt. Dieser jährt sich jetzt zum ersten Mal, nämlich zu der Attacke bzw. zu dem Fall auf dem Mannheimer Marktplatz, infolgedessen bei einem Polizeieinsatz ein Mann ums Leben gekommen ist. Es ist ein Fall, der auch heute noch die Gemüter in Mannheim erhitzt. Denn seit knapp einer Stunde haben sich in Mannheim einige Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Das Ziel, ein Marsch vom Blankenkopf zum damaligen Tatort, dem Marktplatz. Und mein Kollege Francesco Romano begleitet den Demonstrationszug. Francesco, wo befindet sich der Demonstrationszug gerade und wie ist die Lage vor Ort? Ist sie ruhig geblieben? Ja, auf jeden Fall können wir sagen, dass die Lage ruhig geblieben ist. Wir sind gerade am Paradeplatz. Der Demonstrationszug ist am Wasserturm gestartet, ist dann hier zum Paradeplatz vorgedrungen. Es gab zwei Reden am Wasserturm, zwei Reden hier am Paradeplatz. Und jetzt wird der Demonstrationszug weiterziehen in Richtung Marktplatz, zu diesem Ort, an dem damals diese Tat passiert ist. Insgesamt waren 200 Menschen angemeldet, die heute bei diesem Demonstrationszug dabei gewesen sein sollen. Nach meinen Einschätzungen dürften es ein paar mehr gewesen sein, rund 300. Aber unterm Strich bisher stand kurz nach 18 Uhr alles friedlich abgelaufen. Und ja. Bitte noch mal ein, was ist da genau passiert auf dem Marktplatz vor rund einem Jahr oder vor genau einem Jahr? Ja, es ist genau vor einem Jahr passiert. Da ist ein Mann aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim geflüchtet und eben infolge eines Polizeieinsatzes verstorben. Zwei Polizeibeamte waren da tatsächlich dabei, den Mann zu fixieren. Und wie die Staatsanwaltschaft jetzt im Laufe der Ermittlungen bekannt gegeben hat, sei der Mann infolge einer lagefixierten Erstickung tatsächlich gestorben. Auch gab es ja viele Videos, die auf Twitter beispielsweise kursiert sind, auf der man gesehen hat, dass die Polizei einen Mann geschlagen hat. Die beiden Polizisten sind mittlerweile angeklagt. Einer der Polizisten ist noch immer suspendiert vom Dienst. Der andere Polizist ist mittlerweile im inneren Dienst aber wieder eingesetzt. Und eben über diese Demonstration, die heute stattfindet, über diesen Demonstrationszug, der durch Mannheim geht, sprechen wir jetzt mit Tanja Hilton. Sie ist eine der Organisatoren dieses Demonstrationszuges. Frau Hilton, was ist denn das Ziel dieses Zuges? Das Ziel dieses Zuges ist letztendlich darauf hinzuweisen, dass es hier erstens einen Aufklärungsbedarf gibt, der sich viel zu lange rauszögert. Zweitens aber zu viel Polizeigewalt in ganz Deutschland stattfindet. Wir kriegen es immer wieder mit. Mannheim ist kein Einzelfall. Wir erwarten uns hier aber auch eine grundlegende Veränderung, die durch die Politik geschehen muss. Wir brauchen mehr Sozialarbeiter. Die Polizei kann soziale Schieflagen oder psychische Probleme nicht richtig behandeln. Es braucht dort ausgebildete Sozialarbeiter, die sich um die Probleme kümmern. Ich habe mir auf meinem Zettel aufgeschrieben, Sie fordern ein Ende der Gewalt und solidarische und menschliche Strukturen. Was steckt denn hinter dieser Forderung? Genau wie ich eben schon gesagt habe, also wir brauchen mehr Sozialarbeiter, mehr Hilfen für psychisch kranke Menschen, die ja auch ganz lange unbehandelt mit Verzweiflung auf Therapieplätze warten. Das alles verschärft die Lage zusätzlich und auch mehr Verständnis für psychisch kranke Menschen. Denn wir sind nicht alle gewalttätig, so wie es immer wieder dargestellt wird. Wenn es irgendwo Fälle von Gewalt gibt, heißt es sofort, das waren psychisch kranke Einzeltäter. Und das löst natürlich auch noch mal eine Stimmung gegen psychisch kranke Menschen aus. Frau Hilton, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und dann hoffen wir noch auf eine weitere friedliche Demonstration hier in Mannheim. Vielen Dank, Francesco, für die Eindrücke live vom Mannheimer Paradeplatz.